Ich begrüße Sie ganz recht herzlich zu unserer neuen Ausgabe des Marktblitzes im Monat März. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Die Preise am Gasmarkt in den letzten Wochen haben sie so primär seitwärts bis etwas fallend tendiert. Der Grund hierfür war, dass die Rahmenbedingungen sich insgesamt recht gut darstellten. Wenn wir beispielsweise mal schauen auf die Verbrauchswerte in Deutschland, links für die Haushalts- und Gewerbekunde, rechts für die Industrie, dann sieht man anhand der roten Balken, dass der Verbrauch in den letzten Wochen insgesamt deutlich niedriger lag im Vergleich zu den Vorjahren. Und das sorgt insgesamt für Entspannung am Markt. Ähnlich sieht auch die Entwicklung auf der europäischen Ebene aus. Dementsprechend die Gasspeicher derzeit auf einem sehr hohen Niveau im Vergleich zu den Vorjahren. Und das bedeutet dann auch, dass wir in dem Sommerhalbjahr Q2, Q3 insgesamt eine deutlich niedrigere Nachfrage sehen werden im Vergleich zu 2022 zur Auffüllung der Speicher. Und das entlastet insgesamt die Terminpreise. Neben der Nachfrage sehen wir auch eine gute Entwicklung auf der Angebotsseite. Es kommt weiterhin viel LNG nach Europa. Die Werte für den Februar dürften vielleicht nicht ganz so hoch ausgefallen sein wie für den Januar und für den Dezember, aber insgesamt bewegen sich die Importe auf einem recht hohen Niveau. Und darüber hinaus haben wir auch beobachten können, dass die Gasflüsse aus Russland über die Ukraine jetzt in den letzten Wochen peu à peu wieder zugenommen haben, bewegen sich also im Moment etwa auch auf dem Niveau wie Ende 2022. Also das ist alles zusammengenommen insgesamt eine positive Entwicklung. Und dementsprechend gehen wir im Moment davon aus, dass die Preise sich auch in den nächsten Wochen im Monatsverlauf März ähnlich jetzt entwickeln wie auch im Februar. Es sollte sich an den Rahmenbedingungen wenig ändern. Also weiterhin dürfte viel LNG nach Europa kommen. Man muss dann noch mal ein bisschen abwarten, wie der Verbrauch sich entwickelt. Die Meteorologen erwarten jetzt zunächst einmal etwas kühlere Temperaturen für die nächsten Tage, für das erste Drittel im Monat März. Aber wie es dann weitergeht, muss man mal abwarten. Also insgesamt doch alles entspannt. Und wie gesagt, dementsprechend erwarten wir also, dass die Notierungen seitwärts bis etwas schwächer verlaufen werden. Der Blick auf die Stromseite, auch hier ähnliche Entwicklung wie beim Gas. Ich hatte es in den letzten Monaten immer wieder betont. Die Preise werden vor allen Dingen von der Entwicklung am Gasmarkt bestimmt. Dementsprechend auch hier die Notierung seitwärts bis etwas schwächer in den letzten Wochen. Es gab dann noch ein bisschen stützende Impulse von den Emissionsrechten. Wir sehen, dass die seit einem Jahr so ein bisschen, grob gesprochen, in einem Seitwärtstrend sich bewegen, der so bei knapp unter 80 liegt bis etwa 100 Euro. Wir waren jetzt also zuletzt hier an dieser oberen Marke. Die Gründe für den Anstieg hier: Unternehmen müssen jetzt nochmal Zertifikate kaufen. Compliance Date am 30. April ist also die Abgabe für den Verbrauch im letzten Jahr an Zertifikaten. Das sind sicherlich jetzt nochmal Käufe hier gewesen. Darüber hinaus spielen auch charttechnische Aspekte eine Rolle, Wettersituation, wenn es kalt wird, Kohlekraftwerke verstärkt im Einsatz sind, steigt dann auch der Bedarf. Aber wir sind jetzt hier an so einer psychologisch wichtigen Marke von 100 angekommen. Also wir gehen davon aus, dass die Preise jetzt eher mal ein bisschen abprallen und wir uns weiter eher so im 90er-Euro-Bereich in den nächsten Wochen bewegen sollten, was dann auch heißt für die Stromkontrakte, dass hier keine preistreibenden Effekte entstehen und dementsprechend also der Gasmarkt sicherlich hier die Tendenz für die Stromkontrakte vorgibt. Das war es dann schon in aller Kürze von unserem Marktblitz in diesem Monat. Schön, dass Sie wieder dabei waren und ich freue mich, wenn Sie im April wieder zuschauen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.